Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Projekt von mir, und zwar Scarlet Blade. Wie ich schon in einem meiner Videos erklärt habe, ist ja Scarlet Blade offiziell von Aeria geschlossen worden, aber es gab halt noch so einen gemoddeten Server, sagen wir es mal so, von Scarlet Blade Vendetta Gaming Network heißt das jetzt. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, bin jetzt in der Gilde Inquisitor mit ein paar Freunden, die ich noch vom alten Let's Play, von den alten Welten kenne. Ich werde jetzt hier ein bisschen, leveln, ein bisschen chillen, Let's Play machen darüber, über dieses Spiel. Ich habe mich für die Klasse Shadow Walker entschieden, wie man hier sieht. Ja, sieht man darauf, wie das Spiel ist. Wir haben hier die Skills, die können wir benutzen. So, hier ist unser Inventar, es ist relativ klein. Hier sind die Quest-Items, hier werden die AP-Items gesammelt. Da habe ich von einem früheren, habe ich mal ein Willkommenspaket bekommen, und da war halt dieses Bike mit drin. Skillen kann man sich nur hier. Das ist ein bisschen anders als in Florencia. Hier hat man seine Skills, hier hat man die passiven Skills. Und hier hat man die speziellen Skills und die sozialen Skills. Hinsetzen werden wir benutzen. Das werden wir hier unten hinlegen, weil das ist unser Erholen. Ja. So, mit den Quests ist es relativ einfach, weil man ja theoretisch hier nur annehmen muss. Man muss hier draufklicken und man läuft automatisch dahin. Das gefällt mir an diesem Spiel halt extrem gut. Sehr sogar. Und das ist zumindest von der Handlung her ziemlich einfach. Hier ist das Equipment, was man so sieht. Hier kann man seinen Rang sehen, hier kann man seinen Titel sehen. Aber dazu komme ich später. So, jetzt wollen wir hier erstmal die Viecher schlachten. Das ist noch am Anfang relativ einfach, weil vieles einfach One-Hit ist. Das ändert sich. Anders als in meinem Florencia-Let's Play werde ich nicht einfach so von vorne anfangen, weil ich noch ein bisschen gesammeltes Shadowwalker-Equipment auf einem anderen gesammelten Charakter habe. Und das werde ich mir dann einfach, ja, dementsprechend zusenden. Weil man ja auch weiterkommen will und ich jetzt keine Lust habe, ständig eine Million Milliarden Stunden reinzustecken, um Equipment wieder neu sammeln zu müssen. Das ist jetzt, man levelt hier sehr, sehr schnell. Es ist aber eher so ein Sammel, Sammeldings. Das bedeutet, das Level selbst ist jetzt erstmal unentscheidend, bis man dann in die Endlevel reinkommt. Level 40 und Level 50 wären dann in erster Linie eher so PvP-Sachen. Und dann wird das halt wirklich interessant, weil es dann am Equipment liegt. Wie bist du geskillt? Wie sind deine Freunde und seine Mitstreiter geskillt? Equipment zumindest geskillt ist auch immer so halb-halb. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin eigentlich kein Freund von PvPs. Ich werde wichtige Sachen vielleicht in Englisch machen, weil das Spiel, wie gesagt, auf Englisch ist. Und hoffentlich werdet ihr mir mein verkorkstes Englisch etwas verzeihen. So, welcome for the English players, welcome to my Let's Play Scarlet Blade project. I am Garaf Valnar and I wish you have a good time. If you have questions for something what I forgot, or you can't understand what I want to say, or if I forget to translate it in English, then contact me please. Comments or a thumb up and or in the guild. I'm in the guild Inquisitor and I'm happy and I make a sense. So, wir sind hier bei den Spore Foundlings. Die werden wir killen. We are here by the Spore Foundlings and we start to killing. So, die Musik an sich in dem Spiel selbst ist okay, da muss ich mich jetzt nicht mit den anderen Sachen wie GEMA und so ein Kram beschäftigen. So, dann werden wir es
Okay. Next Quest. Footprints. Okay. Better as we go on our bike. Level up. Yeah. I'm happy with this. Freut mich sehr. Spormatriarch. Was? Matriarch. Okay. Ja, Englisch ist nicht meine Main-Sprache und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt jeden Tag Englisch spricht. Aber ich sehe vorwärts. Wie ihr seht, sind diese Videos im anderen Sinne von anderen Let's Play-Projekten flüssiger. Das liegt daran, dass in diesem Spiel es in meinen Augen notwendig ist, das Spiel mit 60 FPS aufzunehmen und meine Internetleitung lässt das auch jetzt wieder zu. Das bedeutet, während ich vorher 4 Stunden für 1,2 GB Video gewartet habe, ich jetzt mit 60 FPS aufnehme und fast 2 GB Video bekomme, muss ich jetzt für einen normalen Florencia-Part 1,3 GB nur noch knapp 11 Minuten warten, weil ich von 0,8 MB auf 20 MB hochgereiert bin. Und da kann man dann sagen, okay, ich werde sowieso nicht jeden Tag 50 Videos hochladen, weil auch nicht von verschiedenen Let's Play Projekten. Ich denke mal, 2 Stück reichen aus. Das Let's Play Together, also das Castle Crasher Let's Play Together mit meinem Freund Hickfish, das müssen wir jetzt erstmal verschieben, weil er erste Wochenende wieder weg und wir haben es irgendwie nicht geschafft, uns unter der Woche zu treffen und nochmal einen, ja, Dingsbums, einen, den letzten Part aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite scheint es bis jetzt sowieso eher halbwegs zu sein. Halbwegs beliebt zu sein. Also von den Views her ist das nicht so wie Florencia. Deswegen bin ich da ganz entspannt. Und ja, guck mal, wie es wird. So, wir haben jetzt das gemacht. Oh, wir haben einen Trank bekommen. Den können... Die setze ich dann hier hin. Mal gucken, wie weit wir da was brauchen werden. Movement Speed geht. Festering Hounds müssen wir jetzt machen. Blue Mushrooms, die sind sowieso hier in der Nähe. Genau. So. Timer ist gesetzt, ansonsten habe ich da, ist das jetzt ein freies Let's Play. Das bedeutet, ich habe jetzt kein Konzept, was ich euch unbedingt vorstellen möchte. Nichts, worüber ich 1 Million Milliarden Jahre reden möchte. Sondern ich will einfach mich hier entspannt das machen und das skillen. Ich weiß auch schon ganz genau, wie ich skillen werde. Deswegen ganz entspannt sein. Werde da jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe so meine Shadow Walker Skillung schon. Ihr seht ja, was ich mache. Also ihr könnt ja dann make a break. I have my own Shadow Walker Skillung. I don't say anything about it. And I think you understand it. If you have questions, let a comment please. And yeah, we will see how far we get. Ja, wie man sieht, sind es viele Italiener, die hier drin sind in der Gilde. Es ist eine größtenteils italienisch, halb deutsche Gilde. Und wir werden halt mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde mir die Videoaufnahmen angucken. Allerdings, wenn halt eine Aufnahme verkorkst ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Record video are a bit strange about voice, about my voice or music and please excuse me about it, but I don't make a part again. Yeah, I hope I can say it so. Yeah, yes, okay. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Hier ist schon der nächste Quest, schon der nächste Level. Wie ihr seht, es geht halt ultra schnell. Und wir sind schon Level 7. Es ist jetzt kein AOE-Spiel,
aber dafür levelt man, wie gesagt, ultra schnell. Das bedeutet, da extrem groß AOEen zu müssen. Man macht hier die Dingsbums, die Level durch Quests und nicht durch AOE. Ich werde in der Videobeschreibung verlinken. In, ja. I put a link in this on my video or under my video that you can find how to can download this game. But you need a Google Mail or a Yahoo email account to registry. It's a bit strange, but okay. Okay. We can't change this at the moment. Or completely. So, ihr braucht halt Google Mail und einen Yahoo Account, um euch da in diesem Spiel zu registrieren. Das hat mir, passte mir persönlich ganz gut in den Kram. Da konnte ich dann eine Gaming-Adresse bei Google Mail erstellen, um einfach mal die ganzen Benachrichtigungen nicht auf meinen E-Mail-Account selbst zu laufen zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe halt eine E-Mail-Adresse allein nur für das Let's Play. Oder beziehungsweise generell für mein Let's Play-Gedöns. Irgendwie habe ich Schmerzen in meiner Nase. Beziehungsweise da scheint wohl etwas irgendwas zu sein. Da habe ich wahrscheinlich mal zu fest in der Nase gebohrt oder so. Tut auf jeden Fall weh. Naja, das wird auch wieder heilen, denke ich. Ansonsten muss ich halt mal zum Onkel Doktor gehen und mir das mal untersuchen lassen. Ja, it's Friday. Friday evening. Ja, 10 vor 11. Deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Ich habe ein bisschen geschlafen nach der Arbeit. Die war, es war heute, zumindest gestern und heute insgesamt anstrengend. Relativ wenig Schlaf. Und ja, da habe ich mir gedacht, nehme ich heute mal ein bisschen was auf. Hoffentlich ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, der ist jetzt nicht unbedingt der schnellste. Aber immerhin besser als gar nichts. Wie das hier mit dem AP aufladen ist, weiß ich noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen komisch. Ich habe das schon noch mal versucht, aber auf irgendeiner Weise wollte das nicht so funktionieren. Naja, kann man nichts ändern. Okay, aus irgendeinem Grund ist hier die Musik aus. Ne, die hat sich geändert, okay. Ja, das Spiel ist halt ab 16, es ist halt sehr... Ja, ihr seht es selbst. Ne, wisst ihr Bescheid. Liebe Jungs und Mädels. Is there a problem? No, it's not a problem, Mr. Carl. But I have a quest for you. Is there a problem? And I hope you give me some quests. Thank you. You are Kana. So violent. It's like poetry. Okay. Okay. Ich werde ein bisschen auf AOE bauen. Dann brauche ich den auf 5. Okay. Dahin muss ich. So. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, aber ich denke mal, das ist okay. Das kann man so benutzen. Das ist alles völlig
annehmbar. Dann werde ich mal mein iPad von der Höhe, von der Helligkeit her ein bisschen kürzer setzen. Because my iPad is my timer. Dass ich meine Parts halt nicht länger mache. So, my parts are 20-25 minutes long. And I hope the quality it's okay. I record with 16 FPS. And I think the bitrate it's good enough. If no, the maybe the video file was too big for uploading. But the future will show it. Yeah. Okay. Next quest, please. Buzzard Assassin. Okay, dann wollen wir mal die Buzzard Assassins jagen. So, ja, Graf Wallner LP ist ja natürlich ein interessanter Name für eine solche Dame. Ich habe mich für dieses Layout entschieden. Gibt noch viel mehr, da gibt es noch andere Klassen. Guckt euch da selbst ein bisschen rein. Ich kenne jetzt auch nur zwei Stück, deswegen will ich jetzt keine Klassen, beziehungsweise komme nur mit zwei Klassen klar. Die anderen verstehe ich selbst noch nicht so ganz. Das wird so ein entspanntes Let's Play, wo ich mir eigentlich nicht viel Mühe geben möchte, weil ich einfach nur das Game spielen will. Genau. So, dann werde ich hier ein bisschen was aufnehmen. Vielleicht werde ich Florenzia auch noch ein Part aufnehmen. Höchstwahrscheinlich ja. Hier mit dem Channel switchen ist es completely easy. Here, here, here and we're channel 2. That's a good, that's pretty good. I like it. Using a SP pot because our mana are many less. Now we're starting to missing, but I know how's my level 20 weapon, and I know we don't need assimilation or accunation. I don't know. I don't really know how about this. Das ist halt für unsere Treffer zuständig, unsere Genauigkeit. Die Level 20er Waffe, die ich habe, hat schon sowas und es ist auch gut geupgradet. Deswegen werde ich jetzt in diesen Skill nichts reinsetzen. Das wären Skillpunktverschwendungen. Das brauche ich auch nicht unbedingt als Shadow Walker. Die beiden Sachen auch nicht, weil wir hier der Damage Dealer des Herrn vor dem Herrn sind. Ja, dass ich dieses Spiel spiele, ist jetzt auch nicht unbedingt so vorteilhaft, wie ihr mich kennt. Oh, ich muss erstmal was trinken, ich habe heute noch nicht so viel getrunken. Pretty cold Coca-Cola, nothing. Doesn't exist, it's not exist. Es gibt nichts Besseres. Coca-Cola is for me the best drink. I like it. So, for the English guys. Yeah, okay. I'm very tired. I'm not so... I don't talk so many, not in this Let's Play. But it's okay. It's more chill. And let it work. Let it
hard work let's play, because I want to make this let's play more like, yeah, chill mode, sit down, watch me, hear me, and laughing, have a good time, and. So, we reached 20 minutes, it's maybe time for a stop, I make this quest finish and we see you in the next part. After then, so be chill, we have some monsters before us. Good drop rate, good gold rate. I see forward to this. Yeah, quest down. 26%, 4 new quests. We see you in the next part.